بسم الله الرحمن الرحيم. Es sprach der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, demjenigen, der einem Muslim sein Recht genommen hat, hat Allah das Höllenfeuer bestimmt und das Paradies verwehrt. Ein Anwesender fragte, O Gesandter Allahs, gilt dies auch für Kleinigkeiten? Er sagte, auch wenn es nur das Stöckchen des Arak-Baumes wäre. Und wie oft hast du das Recht deines Bruders genommen? In Wort und in Tat, im Verborgenen und Offenen, in seiner Anwesenheit und in seiner Abwesenheit, mit Absicht oder aus Versehen. Doch am Tage der Auferstehung ist die Strafe deines Herrn unabwendbar. Du kannst nicht vor ihr weglaufen. Und dann fragst du dich, warum wurde mir das Paradies verwehrt? Aber waren es nicht Muslime, die vor deiner rücksichtslosen Hand und vor deiner losen Zunge nicht sicher waren? Ist es nicht deine Gier gewesen, die dich dazu verleitete, das Recht deines Bruders zu beschneiden? Und wolltest du dich nicht ständig selbst profilieren, indem du andere schlecht geredet hast und verbergen, dass du in Wahrheit ein Versager warst? Deine Sünden hast du klein gesehen, doch deine Taten erschienen dir immer in besonderem Glanz. Deine Krankheiten haben dich ins Verderben gestürzt und du hast dich ergeben, statt zu kämpfen.